Im Bürgerhaus Hohenmölzen wurde am 6. Mai ein ganz besonderer Film vorgeführt. Obwohl es kein Blockbuster aus Hollywood war, waren beide Vorstellungen ausverkauft. Doch worum geht es in dem Film? Meine Geschichte, die sich hier so zugetragen hat. Und zwar in der ehemaligen Gemeinde Großgrimmer habe ich angefangen 2003 zu filmen. Die Geschichte von damals noch drei Männern, die da noch gewohnt haben in einem Dorf, das eigentlich schon umgesiedelt war, aber die Häuser noch stehen blieben, weil die Bundeswehr das noch für, naja, so zum Training genutzt hat. Wurde halt verpachtet. Dadurch standen noch Häuser da und da haben drei Männer noch zu der Zeit gewohnt. Alle anderen sind schon hier auf dem Südhang oder woanders hinweggezogen. Die Gemeinde Grunau, die Teil von Großgrimmer war, war auch Namensgeber des Films. Grunau ist slawischen Ursprungs und bedeutet sinngemäß Ort am fließenden Wasser. Wenn der Abbau von Kohle in einigen Jahren abgeschlossen sein wird, wird ein See entstehen und damit Land am Wasser. Das sind halt die drei verschiedene Geschichten. Einer hat die Chance gehabt, da Landwirtschaft in einem Ausmaß zu machen, wie er sich es vorgestellt hat, was vorher nicht möglich war. Der Schmied hatte seine Schmiede noch so lange nutzen wollen. Und der Dritte, der wollte aus einer kleinen rechtlichen Geschichte noch nicht weg. So wurden die drei über einen langen Zeitraum porträtiert, ungekünstelt, natürlich und ohne den Versuch, ins Hochdeutsch abzudriften. Gezeigt wurde aber auch ein Dorf, dessen Tage gezählt waren. Kameramann, das ist ein Freund von mir, wir sind losgezogen, haben gedacht, Mensch, lass uns doch mal einen Film machen und selber machen, ja, einen von uns. Und dann sind wir losgezogen, hatten einen kleinen Tipp von einem anderen Freund, dass hier quasi noch so ein Geisterdorf steht. Also sind wir hingefahren und haben die Menschen getroffen und war jeder auf seine Art unterschiedlich distanziert oder weniger distanziert und bereit, seine Geschichte zu erzählen, aber war halt ein Prozess. Im Grunde die Zeit, die erzählt wird in dem Film, sind 10 Jahre. Letztendlich kommen noch 2 Jahre Schnitt dazu. Das ist so mal im Groben der Arbeitsprozess. Auf der anderen Seite kann man sich nicht vorstellen, dass man hier jede Woche herfährt. So ist es nicht. Wir haben damals angefangen, haben einen Kurzfilm draus gemacht und dann später, 6 Jahre später, haben wir uns entschieden, weiterzumachen. Also es ist so eine Pause drin, wo wir uns dann wieder zusammengefunden haben und die Geschichte bis zum Ende erzählt haben, bis halt quasi der Letzte da unten aus Großgrimmer verschwunden ist. Die Produktion von Dokumentarfilmen, gerade wenn es sich über einen so langen Zeitraum erstreckt, ist nicht so einfach. Eines brauchen die Macher auf jeden Fall. Enthusiasmus und letztendlich fester Glaube, dass die Geschichte erzählt werden sollte. Das brauchst du als Filmemacher, um so lange durchzuhalten. Aber es macht letztendlich keinen Unterschied, ob du 10 Jahre arbeitest oder 3 Jahre. Wenn du einen Film machen willst, musst du immer Enthusiasmus haben und durchhalten. Und, ja, am Ende haben wir im Dokumentarfilmfestival die Goldene Taube im Bereich deutscher Dokumentarfilm gewonnen. Das war natürlich eine super Anerkennung. Kann man nicht davon ausgehen, aber am Ende ist unsere Geschichte so ausgegangen. Die Jury würdigte, dass es Tom Lehmke in der Tradition des Direct Cinema vermocht hatte, den Protagonisten extrem nahe zu kommen und unglaubliche Szenen zu filmen. Der Film über Übriggebliebene hat nach Ansicht der Jury existenzielle Dimensionen und wirkt wie ein Symbol für die Folgen des Energiehungers. 45 Stunden Material wurden für Land am Wasser gedreht, 84 Minuten Film sind daraus entstanden. Das ist auch wieder ein Prozess. Man guckt halt, welche Geschichten man hat, die ganz gut funktionieren, also wo man Anfang und Ende erzählen kann. Dann versucht man halt, das große Ganze zu stricken. Ne? Also das sind viele Prozesse, die innen drinne ablaufen, die emotional sich entwickeln, wo man dann versucht, es mit den Bildern, die man hat, zu erzählen. Die meisten Spielfilme haben in der Regel ein Happy End. Bei Land am Wasser ist dies anders. Klar, wenn man sagt, das Happy End ist, dass die Leute ihre Heimat nicht verlieren, das Happy End gibt es nicht, weil es war, bevor der Film losging, schon klar, dass die Heimat verloren ist. Aber es geht darum, was wir für Leute kennenlernen, wie die drauf sind und ob man das Gefühl hat, dass die ihr Leben weiter leben können. Und in dem Fall sage ich, ist es ein Happy End. Nicht für alle. Einer ist verstorben mittlerweile. Und die anderen beiden waren bei der Premiere beim Dokumentarfilmfestival dabei. Also die sind an dem Projekt immer beteiligt gewesen und auch eingeladen gewesen. Und ja, was da passiert mit den Einzelnen, das muss man sehen. Alle, die den Film verpasst hatten, sollen demnächst die Möglichkeit bekommen,
bei zusätzlichen Aufführungen in Hohenmölzenland am Wasser sehen zu können. Am 8. Juni ist eine Aufführung in Leipzig im Prager Frühling. Geplant ist auch eine DVD. Interessenten sollten dazu Kontakt zur Produktionsfirma Sandy Film über deren Webseite www.sandyfilm.de aufnehmen. Für ehemalige Einwohner Großgrimmas ist dieses Werk ein sehr gutes Zeitdokument.